Heute Einkaufstag Nummer 2 im Herkules in Weimar. Wir schauen mal, wie weit wir heute kommen, verpackungsfrei einzukaufen. Ich habe extra 2 Einkaufswagen. In einem liegt dann das, was ich normal einkaufen würde, ohne drauf zu achten. Und im anderen alles verpackungsfreie. Ich habe sogar auch meine eigenen Dosen wieder mitgebracht. Mal gucken, wie weit ich da hier an der Fleischtheke und Wursttheke überhaupt komme. Und den gleichen Einkaufszettel. Karotten, kein Problem. Verpackt wie unverpackt. Aber das Günstige ist natürlich, dass ich jetzt hier auch nur so viele Karotten mitnehmen kann, wie ich brauche. Weil die 1000 Gramm brauche ich nicht. Zuckererbsen gab es im Unverpacktladen nicht. Die gibt es hier aber leider auch nur verpackt. Zucchini gibt es gar nicht verpackt. Okay, super. Also Salat gibt es tatsächlich nur in Plastik. Auch den Kopfsalat, den ja manchmal auch ohne Plastik gibt, heute eben nicht. Gurke ist schön einfach. Da habe ich sogar die große Auswahl. Aber das Interessante, die Bio-Gurke ist die in Plastik. Auch bei der Tomate sehe ich viel Plastik, aber das Gute ist, ich habe auch die Möglichkeit, tatsächlich Rispentomaten so zu kaufen. Ist nur die Frage, was mir dann an der Kasse gesagt wird, wenn ich mit allem einzeln ankomme. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob es was wird mit dem Reis. Mal gucken. Plastikfrei oder nicht? Okay, am Reisregal angekommen ist natürlich jetzt die Frage, verpackungsfrei komplett geht einfach nicht. Aber wir wollen ja auf Plastik verzichten. Das heißt, gibt es die Möglichkeit, im Pappkarton vielleicht den Reis mitzunehmen? Haben dann die Pappkartons tatsächlich noch die Plastiktütchen innen drin? Das wäre natürlich kontraproduktiv. 130 Sorten, aber alles in Plastik oder im Plastikkochbeutel? Ich weiß nicht, was wir hier oben haben. Also eigentlich wollte ich für meinen Thai-Curry gerne irgendwie Basmati-Reis oder Jasmin-Reis. Gab es ja sogar im Unverpacktladen. Aber das Einzige, was ich gefunden habe, ist Risotto-Reis. Der wird es halt jetzt werden müssen. Abstriche machen für plastikfrei einkaufen. Und normal Basmati. Das ist ja echt ein bisschen störrisch hier mit den zwei. Ich komme mir vor wie mit so einem Zwillingskinderwagen. Ne? Das ist also Riesenauswahl an Gummibärchen. Das ganze Regal ist voll. Aber wo sind die ohne Plastikverpackung? Das wird eine Suche. Gummibärchen, entweder Plastik oder nichts. Hier an der Kühltheke ist natürlich klar, da ist alles in Plastik verpackt. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist die Knackwurst im Glas. Aber da bin ich jetzt nicht so der Fan. Da verzichte ich dann lieber. Aber sonst Plastik, Plastik, Plastik in den Wagen. Hallo, ich wollte mal fragen, ob ich vielleicht in meine Dosen, die ich selbst mitgebracht habe, mein Hühnchen reinpacken lassen kann. Das dürfen wir leider nicht machen, weil das aus hygienischen Gründen von dem Arbeitsgesetzgeber vorgeschrieben ist, dass wir das nicht annehmen dürfen. Hygienische Gründe. Okay, das heißt, die einzige Möglichkeit, die mir bleibt, ist bei Ihnen zu bestellen und Sie verpacken es dann in? Leider in Folie. Wenn Sie das möchten, kann ich auch sowas nehmen. Das wäre dann etwas beschichtet mit Papier. Ja, oder Wachspapier, wenn Sie sowas möchten. Das Schöne ist, Edeka bietet mir tatsächlich eine Alternative zur Folie ein. Ich meine, das eine ist jetzt auch so ein bisschen mit Folie beschichtet, aber das hier ist das Wachspapier. Das kennen wir noch vom Fleischer von früher. Da gab es ja immer die Wurst drin. Dann nehme ich jetzt mal so 100 Gramm Aufschnitt einfach mit. Wir haben die Rechnung nicht mit der Endverpackung gemacht. Jetzt kommt natürlich die Wurst trotzdem in einer Plastiktüte, weil die Verkäuferin diesen Kleber, der den Preis zeigt, nur auf die Plastiktüte machen darf und nicht auf mein Wachspapier von der Wurst. Es muss in den Verpackungswagen. Käse gibt es eine frische Theke, aber alles abgepackt in Plastik.
Also bei der Milch ist es eigentlich wie im Unverpacktladen. Kein Plastik, kein Tetrapack, sondern wir haben die Möglichkeit, eine Milchflasche mitzunehmen. Bei den Chips wage ich ja zu bezweifeln, dass ich irgendwas finden werde, was nicht in Plastik kommt. Ganz unten links im Regal gibt es das Einzige, was kein Plastik hat und zum Knabbern ist. Und das sind die Nüsse aus der Dose. Naja, okay. Toilettenpapier natürlich keine Chance, nur in Plastik oder halt gar nicht. Für mein Thai-Curry vielleicht nicht unverpackt, aber dafür plastikfrei. Die grüne Currypaste, das ist ja die, die ich eigentlich wollte. Und Kokosmilch aus der Dose, wie man es halt kennt. Ernüchterndes Ergebnis, beim plastikfreien Einkaufen ist der Wagen deutlich leerer als beim anderen. Und ich musste ein paar Abstriche machen. Tatsächlich Risotto-Reis und Erdnüsse anstelle der Chips. Keine Gummibärchen, dafür Schokolade. Jetzt schauen wir nochmal, was ich denn eigentlich dafür zahle für den vollen Wagen im Vergleich zum verpackungsfreien Laden. Für meinen gesamten Einkauf hier bei Edeka habe ich jetzt 32,29 als Endrechnung. Habe natürlich mehr gekauft, alles bekommen, was ich wollte, aber natürlich vieles verpackt und natürlich vieles auch in Plastik.